Das sind die coolsten App-Spiele, die ihr selber spielen könnt gegen Langeweile. Ihr werdet heute sehen, wie ich den größten Po aller Zeiten bekomme, werde extrem fett werden in Tall Man Run und am Ende des Videos spielen wir Apps, die sind so unglaublich, dass ihr die auf gar keinen Fall verpassen wollt. Schaut bis zum Ende und los geht's. Das ist das merkwürdigste Spiel, was ich gefunden habe, Freunde, in den Charts. Und guckt euch das mal an, wir essen so viele Hamburger, dass wir quasi so enden wie Thaddäus, Leute. Alter, wir können auch sogar, seht ihr das, wir können auch sogar Brokkoli essen, ne? Und dann, nein, wird leider unser Hintern ein bisschen kleiner. Und jetzt müssen wir mal 7 und Freunde, boom, habt ihr das gesehen? Alter, habt ihr das gesehen, wie weit wir die einfach komplett weggeschossen haben, ne? Ey, Freunde, ich sag's euch, das wird auf jeden Fall hier ein sehr, sehr heftiges Ding. Wir können auch die Sachen wieder upgraden. Jetzt laufen wir ganzes los hier mit unseren Hamburgern wieder. Bedeutet, wir müssen einfach nur viele Hamburger essen und bloß kein Brokkoli, ne? Brokkoli gar nicht gut für den Allerwertesten. So, jetzt hier ganz kurz hier, zack, die Hamburger. Hier noch mehr Hamburger. Guck mal, Leute, wie wir aussehen, Alter. Okay, jetzt werden wir hier wieder ein Battle haben gegen die da vorne. Und mal gucken, was nachher der Endboss ist von dem BAM! Alter, und wir können auch die Mauer noch freischalten. Ich bin auch gespannt, was wir in den Mauern haben werden. Das werden wir auf jeden Fall noch alles sehen. Deswegen bleibt unbedingt dran, Freunde. Wir machen nochmal hier den Push nochmal ein bisschen heftiger und nochmal den Push ein bisschen heftiger. Und dann können wir zum Beispiel noch die Sachen nachher noch ändern, die Sachen aufwerten und auch alles mögliche aufleveln. Unser Ziel ist auf jeden Fall heute, den Endboss zu fangen, Leute, um quasi der beste Po-Schubser der Welt zu werden. So, jetzt hier ganz kurz mal die mitnehmen. Bam, aus dem Weg. Bam, aus dem Weg. Und Alter, guckt das mal an. Wir sind jetzt hier anscheinend. Oh mein Gott, nein. Wir haben ein Twerk-Battle, Freunde. Und zack, und ich bin hier der Beste. Ja, haben wir sie auf dem Boden getwerkt, ne? Ey, hey, okay. Kein Problem, ich hau dich wieder auf den Boden. Jawohl, wir haben gewonnen, Freunde. Ey, was ist das für ein verrücktes Spiel, ne? So, jetzt machen wir mal 5 und kriegen jetzt ganz, ganz viel Geld, ne? Jetzt haben wir den Boss anscheinend bekommen und können jetzt hier ganz viel aufwerten, Leute, mit dem Butt-Push und sowas. Ich sag's euch, ne? Wir werden auf jeden Fall heute richtig krasse Sachen machen. Das ist echt so ein richtig lustiges Spiel. Und jetzt kommt einmal ganz kurz, bupp, mit dem Hintern gehüpft. Ey, was ist das, bitteschön? So, komm, ein bisschen Burger. Alle reinsammeln, durch die Wände sogar gehen. Den ganz dicken Burger essen, Freunde. Jetzt hier, zack, alle 4 auf einmal durch die Wände und Alter, die werden wir jetzt bis, keine Ahnung, würden wegschießen. Und Leute, sprinten und zack, Alter. Wow, bis 7,0 haben wir sie weggeschossen. Ey, die Arme. Und guck mal, Leute, wir haben auf jeden Fall auch gleich ein neues Outfit gerade bekommen. Das heißt, hier im Store kann man sehen, dass wir die Outfits noch ändern können. Das machen wir auf jeden Fall gleich alles. Wir werden erstmal hier mit unserer Frau ein bisschen weiter jetzt hier probieren, mehr Burger zu essen. Um quasi alle, Achtung, jetzt ein bisschen rutschig jetzt. Oh, 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 wir dürfen auch nicht zu krass werden, sonst brechen wir leider durch. Und jetzt komm, aus dem Weg, ne? Und jetzt müssen wir ganz kurz, oh, das war die Mauer, Leute. Da dürfen wir nicht gegenlaufen. So, jetzt hier bupp, mit dem Hintern natürlich wieder gesprungen. Jetzt hier wieder ein paar Burger einsammeln. Hier auch wieder viele Burger. Vorsichtig sein mit dem Glas, ne? Und jetzt hier aus dem Weg. Und jetzt, Leute, die wird jetzt so weit, ey, die wird so weit fliegen, ne? Und zack! Boah, was? Die ist bis 7,0 schon wieder geflogen. Wir haben die so weit weggefeuert, ey. Jetzt habe ich ein neues Outfit frei. Sieht eigentlich ganz cool aus, dieser so rumdelt, aber ist auf jeden Fall gerade nichts für mich, Freunde. Deswegen, wir upgraden nochmal ganz kurz hier das ganze Ding und müssen halt gucken, dass wir irgendwie am Ende halt bei diesem kleinen Twerk-Battle richtig absahen, um hier richtig viel Geld zu bekommen, um die quasi nachher noch weiter wegzuschießen, die ganzen, ne? Also jetzt hier bloß die Balance halten. Oh, die Balance halten. Nein, wie können wir jetzt hier runter? Okay, ich glaube, ich muss da ein bisschen was machen, Freunde. Und zwar müssen wir jetzt hier, weil wenn wir die Balance halten, müssen wir, glaube ich, dagegen lenken. Ich habe gerade probiert, ich spiele mit dem iPad. Mal kurz gucken, ob wir jetzt hier ordentlich dagegen lenken können. Ich glaube, wir müssen da schon so ein bisschen so wedeln. Ne? Ja, ja, ja. Okay, ich muss es so halten, Freunde. Kein Problem. Ich krieg's gehalten. So, okay, weiter geht's jetzt hier auf unser Po-Mission. So, komm schon. Und jetzt haben wir hier erstmal ordentlich was angesammelt. Und jetzt, Leute, sind wir bei dem Twerk-Battle. Und ich sag's euch, am Ende wird anscheinend ein heftiger Bosskampf BAM! Entstehen, Freunde. Und den müsst ihr probieren zu besiegen. Und sie hat auf jeden Fall anscheinend uns komplett weggehauen. Jetzt, zack, haben wir sie sogar bis, Leute, Home Run. Wir haben sie aus der kompletten Tribüne weggehauen, ne? So, jetzt kann ich leider das Ganze nicht einsammeln, weil ich dafür das gucken muss. Aber, Leute, guck mal hier. Wir können jetzt sogar anscheinend uns bewegen und können jetzt unseren Körper noch ein bisschen stärker machen. Bedeutet, das haben wir hier schon mal, unser eigenes Fitnessstudio. Bauen das Ganze auf und werden hier drin auch noch trainieren, dass wir dann quasi nachher noch heftiger werden. Und ich sag's euch, Leute, das wird hier echt unnormal, ne? So, komm, wieder mal ein bisschen mehr Burger essen. Gehen wir mal ganz kurz hier durch. Yeah, habt ihr den Hechtsprung gesehen? Und jetzt pass auf, Sport? Nein, Leute, wir werden nämlich spielen. Und jetzt haben wir gespielt und Sport ist, glaube ich, dafür werden unsere Muskeln dann zu heftig. Leute, wir sind hier gerade auf dem heftigsten Level, haben komplettes Feuer und die wird jetzt so ihr blaues Wunder erleben, ne? Boom, und jetzt pass auf, Leute. Zack!
Fuck, Alter. Oh mein Gott, wir haben schon wieder bis 7,0 gefeuert. Aber ich guck mal, wir haben schon fast geschafft, hin zur Mauer zu kommen. Wir sind schon sehr, sehr nah dran, um die Mauer quasi zu erreichen. Das heißt, hier die Distanz habe ich jetzt mal erhöht. Und wir können anscheinend auch gleich wieder weiterbauen in unserem Fitnessstudio. So, pass auf, Fräulein. Hier erstmal wieder ein bisschen so alles mitnehmen. Dann einmal ganz kurz hier laufen. Jetzt hier schon wieder springen, Freunde. Zack. Und dann hier, die nehmen wir mit. Und die aus dem Weg. Und die aus dem Weg. Alter, was ist hier los? Und jetzt haben wir schon wieder alle drei Burger eingesammelt. Ey, wir sind gerade auf maximalstem Level jetzt hier gerade, ne? So, aus dem Weg, Fräulein. Hier weggehauen. Die weggehauen. Ey, die wird jetzt so ein blaues Unterleben, Freunde. Und jetzt nochmal mal 7. Und ja. Und die wird jetzt so weit wegfliegen. Alter. Okay, auch, oh, wir sind so nah dran an dieser Mauer, ne? Ich möchte echt mal wissen, was sich hinter dieser Mauer verbirgt. Und jetzt haben wir ja der beste Reward ist anscheinend. Ah, leider können wir die anderen nicht einsammeln. Schade, wir haben schon, aber wenigstens haben wir $200 bekommen. Und hier nochmal $300. Das heißt, wir machen den Push nochmal ein bisschen heftiger und gucken, dass wir nochmal hier ein bisschen was bauen. Und zwar hier können wir für $300 anscheinend was Neues hinbauen. Und zwar können die auch die Leute laufen. Also unser Gym wird auf jeden Fall immer besser. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sprinten jetzt nur ganz kurz mit ihr, hier, mit ihr durch und werden nochmal ein bisschen dicker, Freunde, beziehungsweise eigentlich nur unser Po. Jetzt hier mal kurz ganz wieder Balance halten, ne? Weil die eine Backe ist vielleicht ein bisschen döller als die andere. Und jetzt hier noch ganz kurz Burger. So, Burger ganz wichtig jetzt hier. Kein Brokkoli, sondern nur Burger. Alle Burger wieder einsammeln. Jetzt sind wir hier schon mal wieder bei dem heftigsten, Leute. Und zwar bei dem Truck Battle. Ey, oh, und zack. 365 erstmal gegen sie gehauen, ja. War ganz, ganz wichtig. Und sie haut auf jeden Fall auch gegen uns. So, pass auf, jetzt muss ich hier wieder. Zack. Und jetzt haben wir sie komplett, Leute, mit zwei Dingens Po-Stößen weggehauen, ne? Und kriegen jetzt hier schon wieder $250 und können jetzt hier schon mal zum Beispiel wieder unseren Butt-Push ein bisschen upgraden und müssen auf jeden Fall gleich auch unsere Distanz upgraden, weil ich glaube, da vorne, Leute, kommt auf jeden Fall gleich schon der Boss-Fight. Also bleibt unbedingt dran, es wird auf jeden Fall noch mega, mega heftig. So, komm, bisschen Burger einsammeln, ich sehe nochmal ganz so mit dem Trampolin springen und komm schon, ich muss dann zu diesem Boss-Fight kommen. Bam! Und weiter geht's jetzt hier, Freunde. So, und zack, oh, wichtig. Und jetzt hier ganz kurz jetzt die Burger einsammeln. Und jetzt, Leute, sie wird ein blaues Wunder leben, ne? Mal 7. Oh, ganz, ganz knapp. Und zack, Alter. Yo. Yo, so weit wie noch nie. 7,8, Freunde. So weit haben wir noch nie jemanden weggeschossen. Ich würde sagen, dann upgraden wir noch direkt mal unsere Distanz. Und können wir noch irgendwas hier bauen oder so im Fitnessstudio? Hm, das nächste kostet $400. Dafür brauchen wir danach auch Level 12. Okay. Also unser Gym wird auf jeden Fall dann noch richtig heftig werden. Aber komm, wir gehen mal weiter jetzt hier. Und Fernsehen, ne? Fernsehen kriegen wir einen größeren Hintern. So, weitermachen, Burger einsammeln. Ich frage mich auch gleich, ob wir noch mehr krasse Fastfood-Sachen einnehmen können. Das sind ja alles jetzt gerade die ganzen Krabbenburger von Thaddeus. So, aus dem Weg jetzt hier. Und jetzt hier ganz kurz die Burger. Alle drei eingesammelt. Jetzt hier ganz kurz den Burger nochmal schnappen. Bloß nicht hier anscheinend durch den Po-Klatscher hier den berühren. Und jetzt hier Vollsprint durch noch weitere Burger. Ey, die wird jetzt so weit wegfliegen. So, mal 7 schon wieder. Da haben wir immer bis jetzt immer getroffen. Und jetzt fliegt die so weit weg. Ah, fast 8,0. Und wir sind so nah an diesem Tor dran. Wir müssen unbedingt jetzt hier... Oh Gott, ey, die tanzt hier richtig ab, Leute. Einen neuen Skin. Wir müssen unbedingt jetzt hier... Oh, komm, ich mach nochmal den Butt-Push ein bisschen besser. Wir müssen nämlich unbedingt nochmal die Distanz erhöhen. Weil dadurch kriegen wir halt erst die richtig krassen Punkte. So, jetzt hier... Ey, sag mal, den uns umgerasselt, ey. So ein Riesenmonster. Okay, müssen wir mal ganz kurz hier durch. Kein Problem. Mann, ey, die hat unseren Po so klein gemacht, ey. Immer toll. So, komm, wir machen ihn ein bisschen größer jetzt hier. Haben ordentlich was eingesammelt. Hechtsprung hier durch. Und jetzt zack, nochmal. Boom, Arschbombe. Und dann, zack, aus dem Weg. Jetzt hier nicht berühren, Freunde. So, Burger, Burger, Burger. Und jetzt geht's hier nämlich zum Twerk Battle. Jetzt haben wir natürlich leider ein doofes Spiel. Aber gut, dass wir jetzt hier gerade unseren Butt-Push nochmal aufgewertet haben. Weil jetzt sollten wir eigentlich... Oh, sie macht auf jeden Fall auch ordentlich Schaden. Jetzt sollten wir sie, ja, besiegt haben, die Alice. Jawohl, Freunde, sie wurde ordentlich geholt von uns. Aha, aha. Und jetzt können wir schon wieder anscheinend beim Gym wieder etwas Neues bauen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir das Gym fertig gebaut haben. So, jetzt hier sogar schon ein bisschen boxen, ne? Damit wir auch die Burger mit döllerer Geschwindigkeit in uns reinboxen können. So, hier Burger, Burger, Burger. Und bloß kein Brokkoli und auch nicht aufs Laufband, ne? Das wird natürlich uns einfach nur noch mit Cardio schwächeln. So, jetzt hier wieder ganz kurz, bam, durch die Wand durch. Kann ich vielleicht auch irgendwie einfach die Wand besser kaputt machen? Nee, ne? Okay, so, hier noch ein paar Burger. Hier nochmal drei Burger. Ich kann fast gar nicht mehr laufen, Alter. So, pass auf. Und jetzt mal 7. Und, ey, die wird so weit wegfliegen. Yo, was? Was? 8,4. So weit ist noch nie jemand weggeflogen, Freunde. Das ist ja unnormal. Und, der nächste Skin sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? So, ich würde mal sagen, wir sparen ein bisschen, um unsere Distanz zu erhöhen, damit wir quasi näher zu dieser Mauer gleich kommen. So, hier ist auf jeden Fall am geringsten Cardio. Müssen wir leider durch, Freunde.
Und dann nochmal hier die ganzen Burger ansammeln und bloß die Balance halten. Bloß die Balance halten. Oh Leute, wir müssen sie unbedingt halten. So, jetzt hier, komm, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Ey, was ist denn hier oben los? Aus dem Weg und aus dem Weg. Okay, erstmal alle hier wieder die ganze Konkurrenz ausgeschalten und dann hier nochmal den Burger. Und wir sind schon wieder on fire, Freunde. Und jetzt können wir hier nach dem... Boom! Können wir auf jeden Fall leicht die Entfernung erhöhen. Und jetzt sind wir schon mal bei 8,2 schon wieder gelandet. Ich will unbedingt da vorne zu dieser Mauer hin, ne? So, wir nehmen jetzt die Mitte. Ah, 170 Münzen ist in Ordnung. Erhöhen wir jetzt mal ganz kurz erstmal unsere Distanz, weil jetzt haben wir 900 Münzen. So, 450. Und können wir noch hier mal ganz kurz was erhöhen? Das nächste kostet 450. Okay. So, jetzt haben wir schon mal die ganze Seite erhöht, Leute, von unserem Gym. Was schon mal sehr, sehr gut aussieht. Und jetzt können wir hier mal gucken, Leute. Wir haben jetzt die Distanz erhöht. Mal schauen, wie weit wir die jetzt wegschießen können. Vielleicht werden wir gleich schon gegen diesen Endboss kämpfen. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, die ganzen Burger wieder einsammeln. So, aus dem Weg. Das ist hier die Burgerfabrik, Freunde. So, zack und zack und zack. Und was ist denn jetzt hier los? Wow! Ich mach die Burgerrolle. Die Po-Rolle oder was auch immer das gerade ist. Okay, jetzt hier ganz kurz lauf, lauf, lauf. Burger einsammeln jetzt wieder. Auch wieder die drei Burger einsammeln. Burger, 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 Burger. Oh mein Gott, wir haben sie alle eingesammelt, ne? Die wird jetzt ein blaues Wunder erleben hier bei den Truer Contests. So, Wendy, hauste rein. Zack, Alter, halbes Leben abgezogen. Na, was macht sie mir? Auch 200 Schaden, auch nicht schlecht. Aber, Wendy, das war's mit dir. Ich hab dich jetzt gerade komplett zerstört im Truer Battle. 350 Münzen haben wir jetzt hier verdient, was ordentlich ist. Und jetzt können wir den Butt-Push nochmal ein bisschen besser machen. Und Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall leicht gegen diesen Boss kämpfen. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder so viele Burger eingesammelt, ey. Und zack, ey. Oh, das ist so krass. So, pass auf. Gutes Timing. Oh nein. Der Burger, der Po-Klatscher uns sei ja berührt. Aber wir hätten warten müssen. Jetzt. Nein, ey, Freunde. Okay, wir hätten es leider ein bisschen besser machen können. Das heißt, wir haben jetzt leider nicht so viele Burger, die wir jetzt einsammeln. Das heißt, am Ende, ja, guck mal, hier könnt ihr jetzt sehen, wir sind leider nicht komplett auf Power, aber kein Problem. Wir werden natürlich mit Schwung, nein, nur mal 6 jetzt auch. Zack, wenn wir wegschießen und, ja gut, 6,6 weiß nicht so gut. Ich möchte aber hinter unbedingt zu dieser Mauer kommen, Freunde. Ich will wissen, was sich bei dieser Mauer befindet. So, hier schon wieder ein bisschen rumgetwerkt. Den Butt-Push müssen wir wieder besser machen. Und jetzt, Leute, jetzt habe ich das Gefühl, wird es einer der heftigsten Runden. So, hier Brokkoli weg, zack, Brokkoli weg. Hier mal ganz kurz durchspringen, Hechtsprung. Und jetzt, Leute, seht ihr das? Pass auf, wir machen jetzt nämlich den hier. Zack, warten jetzt auf die neuen Burger, die jetzt hier gerade kommen. Und zwar kommen die jetzt quasi immer bei uns rein. Wir müssen nur ganz kurz warten. Das heißt, das wird jetzt die maximalste Runde, die wir jetzt am Burger haben. So, jetzt haben wir jetzt schon mal die abgewartet. Nehmen wir die beiden Burger. Den Burger noch dazu. Ey, Leute, wir haben jetzt so viel Burger, wie es nur geht jetzt, ne? Wir sind schon mal on fire und haben jetzt trotzdem mal so ein Game-Ding. Alter, die wird jetzt so weit wegfliegen. Mal 7, oh mein Gott. Boom! Alter, was? 9,2! Die haben wir jetzt gerade so weit weggeschossen. Das ist auch schon der neue Skin. Ey, oh, die macht so ein bisschen Fortnite-Tanz, Leute. So auf halb angelehnt, so. Den brauchen wir aber jetzt nicht. So, wir können jetzt hier schon mal gucken. Das ist jetzt der Store. Wir haben leider noch keine krassen Skins freigeschaltet, aber der Bart-Push wird natürlich wieder erhöht. Und jetzt, Leute, nehmen wir natürlich jetzt gerade wieder so viele Burger, wie wir nur können. Das heißt, wir müssen nur ganz kurz hier warten. Die Burger kommen jetzt immer in uns rein. Und guck mal, wie unser Po einfach wächst, Leute. Wie das aussieht, wie der Po einfach die ganze Zeit wächst. So, pass auf. Weiter geht es jetzt hier mit den Burgern. Und ich habe leider ein bisschen Brokkoli gerade eingesammelt, habe ich gerade gesehen. So, die Burger mitnehmen. Hier mal ganz kurz die Burger mitnehmen. So, jetzt hier auf jeden Fall so einen großen Burger mitnehmen, Freunde. Oh. Kann ich zurückgehen? Nein, leider nicht. Das wäre jetzt gerade ganz gut gewesen. So, zack und zack. Okay, so, Burger. Oh nein, habe einen Burger verpasst, leider. So, drei Burger auf jeden Fall wieder. Und dann hier nochmal schön on fire werden. So, aus dem Weg und zwei Burger. Jawohl, und die wird jetzt so ein blaues Wunder leben, Leute, bei dem Trigger Contest. So, ey. So, Betty, hauste rein. 500 Power auf dich. Ich habe gerade noch mein Butt gelevelt. So, die haut auf jeden Fall auch ordentlich rein. Aber jetzt, das war's mit dir, Betty. Wir haben dich komplett zerstört. Betty war nämlich der Endboss, Freunde. Betty war die Po-Königin. Und wenn du das Ganze jetzt hier besiegt, mal gucken, wie fett wir werden können, Leute. Oh, oh, guck mal, wie wir jetzt hier... Oh, 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 schon ein bisschen größer, ein bisschen dicker werden. Oh Gott, bloß nicht durch dieses durch zwei gehen. So, hier einmal ganz kurz vorbeilaufen. Und dann haben wir am Ende anscheinend so einen richtig, richtig krassen Typen, Leute. Wow, gegen den wir jetzt kämpfen müssen. Und komm schon. Oh, oh nein, wir haben noch zwei von diesen Teilen gefehlt. Und jetzt kriegen wir anscheinend gerade Diamanten, mit denen wir uns, glaube ich, noch besser und noch fetter machen können. Weil wir können jetzt hier sehen, ah, gut, 54 wird sagen, wir starten jetzt hier ein bisschen dicker, Freunde, Level 2. Und ich bin mal gespannt. Whoppa, und jetzt plus 125, plus 25, plus 50.
Leute, guck mal bitte schon an, wie dick ich... Oh nein, 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 ich bin aus dem letzten Regen gelaufen. Guck mal, wie dick ich jetzt gerade bin, Leute. Yeah! Und jetzt sollten wir locker den Typen besiegen, Leute. Oh mein Gott, das ist so cool. Jetzt komm gegen den Typen und... Oh nein! Ein so ein Ding hat mir gefehlt, Leute. Das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn wir quasi diesen Typen besiegen, weil dann kriegen wir anscheinend so ein geheimes Ende freigeschaltet. So, jetzt hier schön die ganzen Diamanten mitnehmen. Hier einmal ganz kurz rumlaufen. Wieder plus 75 und plus 25. Und komm schon, jetzt sind wir doch locker dick genug, Leute, um gegen ihn anzugehen. Und komm, 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 komm. Na, was? Wir waren schon wieder einen davor. Das kann doch nicht sein. Aber jetzt haben wir gerade 104 Diamanten bekommen. Und ich glaube mit den... Oh. Oh, guck mal, wir haben jetzt 226 Mann. Aber warte mal, wir haben ja jetzt anscheinend gerade so eine Mauer vor uns. Juhu! Und Jibi! Hä, was? Wie cool ist das denn, Leute? Wir haben einfach, oh, oh, vorsichtig, jetzt hier so ein cooles Level, wo wir jetzt auch hier so Teile einsammeln können. Das heißt, nicht nur durch dieses Plus-Skin, sondern auch so Teile einsammeln können. Und ich glaube, wir werden diesmal nicht genug haben, oder? Oder sind wir groß genug? Sind wir groß genug? Ey, es fehlt einer. Es fehlt immer einer, Leute. Und das können wir auf jeden Fall lösen, indem wir jetzt hier richtig, richtig schön jetzt hier und zwar ein bisschen mehr Geschwindigkeit kommen. Ich glaube, wenn wir mehr Geschwindigkeit haben, Leute. Oh, yeah. Dann, guck mal jetzt hier, wie schnell wir sind, Leute. Jetzt sind wir extrem, extrem schnell. Und ich glaube, dadurch kriegen wir dann mehr Sachen eingesammelt. So, jetzt hier schnell, vorsichtig und wow, wow. Oh Gott, okay. Das war jetzt nicht so eine optimale Runde, muss ich sagen, Leute. Die war jetzt nicht so optimal. Aber laufe ich jetzt hier gerade schneller, oder? Nee, nee, okay, das war irgendwie viel, viel schlechter als gedacht. Ich glaube, ich kaufe mir lieber dann einfach so eine Höhe, Freunde. Wir können auch hier in den Shop reingehen und können uns hier auch neue Köpfe und sowas kaufen. Deswegen bleibt dran. Wir werden nämlich heute so viel es geht heute freischalten. So, plus 25. Nochmal jetzt plus 300, Leute. Wow, und jetzt müssen wir gegen die Leute kämpfen, oder was? Oh Gott, was machen die? Die haben irgend so einen Alarm ausgelöst. Wow, was? Wie groß bin ich denn, bitteschön? Nein. Nein, ich bin durch 4 gegangen. Ich glaube, ich durch 3 gehen sollen. Ich war gerade extrem, extrem groß, Freunde. Und jetzt wieder einen davor. Das kann doch nicht sein, Leute. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir den quasi berühren. Das wäre extrem, extrem cool. Jetzt haben wir einfach 121 Münzen. Ich würde sagen, ich komme nochmal ganz kurz ein bisschen in die Höhe und ein bisschen in die Breite. Es startet mir ein bisschen kräftiger, Leute. Und was passiert, wenn ich jetzt hier durch das Ding laufe? Wow, dann kommen hier so Teile von unten quasi runter. Guck mal, jetzt hier Ding. Jetzt können wir die wieder alle einsammeln. Ey, das ist... Nein, nein, nein. Och, nö. Jetzt hat es das minus 25 Ding. Trotzdem wird eingesammelt. Jetzt hier schön vorbeilaufen. Aber wir sind jetzt gerade viel, viel zu dünn, Leute, um jetzt gegen den anzutreten. Guck mal, der ist richtig mächtig, Leute. Oder? Oh, trotzdem nur ein Ding noch dazwischen, ne? Aber jetzt wieder plus 80 Diamanten. Und wir haben jetzt hier einen neuen Hut freigeschaltet. Was ist, wenn ich den jetzt aufsetzen würde, Leute? Das ist jetzt dieser Hut, oder? Hä? Ich bin doch eben freigeschaltet. Na gut, keine Ahnung, warum ich jetzt den gar nicht aussehen konnte. Aber nicht so schlimm, Freunde. Wir werden jetzt hier wieder ein bisschen dicker. Und jetzt werde ich auf jeden Fall gleich gegen den da vorne ankämpfen. Oh, nein, 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 nein. Au, au, au. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte. Ey, Mann. Wir haben trotzdem was abgezogen bekommen. Ich glaube, wir laden jetzt wieder einen davor oder sowas. Nein, wir sind auch schon gleich Level 10. Und komm schon, komm schon. Oh, Mann. Wieder einen davor. Das kann doch nicht sein, Leute. So, warte mal. Ich komme nochmal hier ein bisschen in die Breite und ein bisschen in die Höhe. Und jetzt sollen wir so locker schauen. Guck mal, jetzt hier einmal ganz kurz rüber springen, Leute. Baum, Frontflip, plus 15, plus 100. Okay, das ist auf jeden Fall richtig stabil. Und jetzt haben wir... Oh, warte, jetzt hier ganz kurz die Bomben. Bloß nicht gegen die Bomben gegengehen. Aber ich bin doch jetzt immer noch viel zu dünn, Leute. Ich bin immer noch... Ich muss doch ein bisschen dicker werden. Ach, Mann, einer vor, das kann doch nicht sein, Leute. Ey, ich möchte wissen, was passiert, wenn wir den quasi berühren. Das muss doch übertrieben krass sein. So, ich komme ein bisschen in die Breite, in die Höhe. Und jetzt habe ich da locker genug am Start. Ah, ja, das mitgenommen. Plus 25, plus 25. Guck mal, wie dick... Oh, wie dick ich jetzt schon bin, Leute. Und es sind nochmal plus 100. Alter, ich bin richtig fett. Und mal 2, Freunde. Ui. Und plus 50 auch noch dazu. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hoffe, das war jetzt genug, Leute. Ich hoffe, das war jetzt genug, um jetzt hier gegen... Bam, 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 bam. Ja. Und der Ninja-Kick. Boom. Oh mein Gott. Was war das für ein krasser Kick gerade an den, Leute? Oh mein Gott, jetzt kriegen wir durch viel, viel mehr Münzen, weil wir so Boss-Münzen bekommen, Leute. Jetzt haben wir 600 Diamanten. Und mit diesen Diamanten können wir jetzt neue Sachen im Shop freischalten. Wie zum Beispiel so neue Farben oder neue Hüte. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal ganz kurz hier diese Cappy. Ich wollte schon die ganze Zeit haben. Und das restliche Geld geht auf jeden Fall hier in unsere Größe rein. Ich glaube, ich spanne auf jeden Fall auch gleich auf unsere Größe, dass wir den Boss halt öfter besiegen können und dann halt so diesen ultimativen seltenen Skin freischalten. So, jetzt hier erstmal runterrutschen. Was passiert, wenn ich die berühre? Wow, ich werde viel, viel kleiner. Okay, jetzt haben wir mal 2. Ey, Leute, ich habe einfach gerade die Bombe berührt. So, komm schon jetzt hier.
Bam, 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 durchkämpfen, durchkämpfen. Och, nee, das war jetzt nicht so gut. Aber ein bisschen Höhe kann ich mir für so eine Starthöhe kann ich mir jetzt kaufen. So plus 5 ist ja jetzt nicht besonders viel, Leute. Aber plus 100 und plus 10. Oh mein Gott. Was? Hier ist alles blau jetzt. Guck mal. Und nochmal mal 2. Yo, wie groß bin ich denn? Bitteschön. Aua, aua. Okay, jetzt hier schon die ganzen Diamanten. Oh nein, einsammeln. So, ihr kommt schon jetzt hier. Ja, ich glaube, wir sind groß genug, Leute. Komm schon. Bam, bam, bam. Durchkämpfen, durchkämpfen. Nein, was? Wieder ein davor. Das kann doch nicht sein, Leute. Das ist immer die ganze Zeit mega, mega knapp. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine kräftigere Starthöhe. Oder vielleicht bringt uns die Cappy auch einfach ein bisschen Unglück. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los, Leute? Jetzt sind wir gerade einfach im Wasser. Und jetzt wachsen wir sogar hier im Wasser. Oh nein, 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 nein. Aua. Okay, durch eins kann man machen. Da verlieren wir einfach nichts. Ich glaube, jetzt haben wir vielleicht eine Größe, um ihn zu besiegen zu können. Bam, 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 bam. Ja, ich bin leider sehr schwach, aber boom. Ey, wir müssen noch viel, viel krasser werden, Leute. Weil dann kriegen wir, glaube ich, durch den nochmal viel, viel mehr Punkte. Guck mal, jetzt haben wir gerade 300 und der Boss auch nochmal 130. Weil wir jetzt nicht so fett waren, Leute, haben wir jetzt gerade nicht so viele Bonuspunkte bekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil wir können jetzt hier diese Punkte verwerten. Zack, 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 zack. Okay, das ist ordentlich reingepayt. Und ich glaube, den Skin, wo wir haben hier, Leute, den Regenbogen-Skin für 1500, den würde ich mir auf jeden Fall unbedingt freischalten. Deswegen darauf werden wir jetzt grinden. So, Frontflip. Und jetzt hier, zack, 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 zack. Alle eingesammelt. Jetzt hier nochmal ein paar Diamanten. Und hier auch nochmal ein paar Diamanten. Ich frage mich, wann es so die erste Bonusrunde hier geben wird, wo wir nur Diamanten einsammeln würden. So, und jetzt bin ich, glaube ich, dick genug. Yeah. Um jetzt hier gegen den Boss wieder zu kämpfen. Komm schon. Ja, okay. Und der Ninja-Kick. Boom. Alter. 315 Münzen und wie viel? 220. Ich muss mir auf jeden Fall hier noch ein bisschen hochleveln, Leute. So, okay, ich glaube, die Startlevel, besser geht es nicht. Und jetzt wird auf jeden Fall auf dieses eine krasse Ding gespart. Und oh mein Gott, sind das viele Diamanten. Das sind sowas und viele... Ja, ach, na toll. Ich konnte die nicht alle einsammeln. Man konnte leider nicht so schnell... Oh, oh. Nicht so schnell hin und her wirbeln. So, einmal ganz kurz hier. Boom. Alter, was ein langer Sprung, Freunde. Und jetzt bin ich voll der lange Aal. Ich bin aber gar nicht dick, Leute. Ich muss einfach jetzt mal dick sein. Guck mal jetzt hier. Der lange Aal mit ganz vielen Diamanten. Nein. Aber trotzdem, Leute, 86 Diamanten. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich mal sagen. Ja, so, jetzt wären wir richtig, richtig fett. Passt mal auf, Leute. Und zwar erstmal, wenn wir jetzt hier groß im Wasser. Oh yeah, wir sind jetzt mega, mega groß. Und aua. Okay, durch 1 ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Aber jetzt komm schon. Haben wir jetzt hier die Möglichkeit. Ich glaube, wir sind jetzt gleich richtig dünn. Ich glaube, wir sind gleich richtig dünn. Alter, was bin ich denn? Ich bin einfach nur ein kleines Strichmännchen, Leute. Hä, und jetzt... Boss, ich krieg gerade mal, guck mal, ich habe gerade nur 22 Diamanten bekommen, weil ich so wenig Schaden gemacht habe. Oh, wir sind jetzt hier in so einer neuen Stadt. Okay, pass auf, Freunde. Wir werden es jetzt so machen. Ich werde jetzt hier gleich übertrieben fett werden. Oh Gott, da vorne ist direkt schon das Ziel. Da kann man ja gar nicht fett werden hier in der Runde. Guck dir das mal an. Hä? Ich bin zwar jetzt mega groß. Aber es wird doch locker nicht... Oh, ich kann aber Diamanten dadurch einsammeln. Es wird locker nicht... Es reicht sogar. Was? Boom, gegen ihn. Guck mal, jetzt kriegen wir gerade wieder, Alter, 420 Bonuspunkte und 71. Jetzt haben wir schon 1467. Das heißt, uns fehlen nur noch 500 Diamanten, Leute, um diesen absolut krassen Rainbow-Skin freizuschalten. So, jetzt hier nochmal plus 100. War auch sehr, sehr entspannt. Oh, weg da. So, nochmal mal 2, Leute. Alter, ich bin jetzt gerade mega, mega groß, ne? So, einmal ganz kurz springen. So, jetzt, nein, er kommt jetzt durch 2, Leute. Oh, ich glaube, minus 250 wäre, glaube ich, schlauer gewesen, ne? Aber ich glaube, wir sind jetzt bei einer guten Größe angelangt. Joch, nö, das kann doch nicht sein. So knapp, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach... Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt hier nochmal schön durchs Wasser gehen. Jetzt richtig dick werden, Leute. Alter, ich glaube, jetzt wird's unnormal, Leute. Jetzt wird's richtig unnormal. Guck mal jetzt hier. Wie fett sind wir denn? Ich bin ja mega... Aua, ich bin mega fett. Oh, 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 ja. Oh ja, ich bin der dickste auf der ganzen Welt. Guck mal, wie dick jetzt. Yo, wie fett bin ich noch? Boom, das ist ja so ein Monsterkick jetzt. Alter, wird der viel Schaden gemacht haben. 300 und Bonus einfach was? 500 Diamanten. Leute, wir haben jetzt 2000 Münzen. Jetzt können wir damit, glaube ich, hier den absoluten Rainbow-Typen freischalten. Und will ich noch so eine coole Mütze haben? Ich gucke, dass ich nochmal die Krone bekomme. Erstmal werde ich jetzt hier schön das ganze Geld hier reinstecken. Aber Leute, guckt mal bitte schon unseren Skin an. Der sieht ja unnormal krass aus. Aua! Ich bin in eine Bombe gelangt. Das war ja unfair. Das war mega unfair. Guck mal, wie dünn ich gerade bin, ne? Hä? Jetzt bin ich gerade mega dünn. Oh, oh, ich kann richtig zerbrechen. Ich bin gerade so ein kleiner Stock. Also, ich bin jetzt gerade mega dünn, Leute. Aber halt extrem groß. Also, das bringt mir auf jeden Fall jetzt auch nicht viel. Nee, hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Abwarten, Freunde. Abwarten. Weil jetzt...
Und zack, jetzt sind wir plus 15, plus 100. Und Achtung, wir laufen jetzt hier so vorbei. Jawohl, und jetzt pass auf. Boom, richtig großer Sprung. Und jetzt hier schön. Ey, guck mal, wir kriegen andere Regenbogenfarben, wenn wir da quasi so durchlaufen. Also sieht auf jeden Fall echt richtig interessant aus. So, warte mal. Jetzt können wir, glaube ich, hier vorne. Oh ja, ich sehe da jetzt ganz, ganz viel Blau bei uns. So, jetzt erstmal hier schön rüberspringen. Au! Ey, ich wollte da rüberspringen, Leute. Das hat nicht funktioniert, leider. So, jetzt plus 125. Hier sind wir auch nochmal plus 150, ist ja auch nochmal. Und plus 35. So, jetzt durch 2 leider. Ich weiß nicht, ob ich da immer 150 nehmen soll oder durch 2. Ich glaube, da hätte man andere Sachen machen können. So, komm schon. Ey, wieder einen davor, ein bisschen die Bonuspunkte abzuzwacken. Das kann doch nicht angehen, Leute. Oh, wir haben einen neuen Hut gerade freigeschaltet. So, pass auf jetzt hier. Jetzt werde ich extrem groß und extrem dick, um jetzt hier den absoluten Rekord zu brechen und jetzt hier den einen Hut freizuschalten. So. Vorsichtig, vorsichtig und piu. Und ja, das Problem ist gerade leider. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, das ist gerade fast eingeholt. Ich glaube, jetzt habe ich aber genug Power, um ihn wegzumachen, Leute. Ey, das kann doch nicht sein. Leute, das kann nicht sein, wie ich auch noch runterfalle dann. Jetzt werde ich mir die ultimative Power holen, Leute. Wir sind nämlich kurz vor Level 30. Da kriegen wir extrem was richtig Krasses. Deswegen bleibt dran. Das wollt ihr nicht verpassen. So, einmal jetzt hier schön wieder einsammeln. Und... Alter, wie dick sind wir gerade. Ich bin ja einfach mega fett. Guck mal, ich bin richtig so... Ich sehe aus wie so ein Stück Knochen, Alter. Also so ein Hundeknochen. Richtig fetter Hundeknochen. Und Alter, jetzt bin ich auf jeden Fall mit Power am Start. Bam! Yo, das sind locker was 500 Punkte oder so, ne? Ja, Mann. 522 Bonuspunkte. Da ist er hier echt nicht gedacht. Das ist auf jeden Fall echt stark. Dann sind wir hier, guck mal. So ein Piratenlevel ist das jetzt hier. Warte, ich guck mir das ganz kurz an. Das will ich jetzt noch mal ganz kurz sehen. Guck mal, hier ist so ein Piratenschiff. Kann es uns auch auf uns schießen? Schießt das auf uns, Leute? Oh nein, ich habe leider ein paar verpasst. Ich glaube, das schießt aber nicht auf uns. Alles klar, Leute. Und hier rechts auch noch mal ein Piratenschiff. Hui. Aber ich glaube, das werden wir dann wieder nicht schaffen, ne? Nee, okay, wir gehen wieder drauf. Das ist mein Ei. Ich habe das gefunden auf der Straße, Freunde. Und wir müssen heute probieren, dieses Ei zu evolven. Bedeutet es besser zu machen, Leute. Um hier, wie ihr hin sehen könnt, diesen Drachenboss zu besiegen. Und ihn bis ganz hinten zu den Geheimeiern zu schießen, Freunde. Können wir es schaffen, ist halt heute die Frage. Es gibt sogar noch, auch noch so ein geheimes Hagiwagi-Ei, Freunde. Was wir hier noch holen können. Und genau das werden wir nämlich auch freischalten. Ich werde jetzt mal schön richtig schnell tippen. Freunde, dann bam, hau ihn weg und nochmal drauf drücken, dann fliegt er nochmal weiter und hier sehen hinten gerade die Insel, wo es die versteckten Eier gibt, Leute, da sind Five Nights at Freddy Eier, Huggy Wuggy Eier, Spider-Man Eier, alle Eier sind da wirklich am Start und ihr könnt schon mal sehen, wir können unser Ei einfach hier zum Beispiel rot machen, denn wir wollten mir das Ganze jetzt hier ganz kurz mal und dann können wir jetzt auch so Münzen einsammeln und mit diesen Münzen, Freunde, oh mein Gott, guck mal jetzt hier, wie ich gerade noch rot bin und so, mit den Münzen, Freunde, können wir nämlich jetzt hier, pass auf, wenn ich jetzt hier einmal ganz kurz tippe, kann ich jetzt nämlich, schaut genau hin, und zwar einmal hier zum Beispiel meine Stärke verbessern, dann auch einmal das hier verbessern, unsere Größe, und dann kann man halt zum Beispiel jetzt hier in den Kampf reingehen, Leute, und richtig doll jetzt hier gegen diesen Boss kämpfen, und wir tippen schnell, so schnell wieder wir können, und bam, und flieg, yo, und wir sind schon so nah, Freunde, an dieser Insel dran, ne, ich bin echt gespannt, was gleich so alles kommen wird. Hier kann man schon mal unsere Power sehen, unseren Kopf, so wie groß wir gerade sind, also wir erweitern uns quasi gleich zu einem richtig, richtig krassen Ei. Deswegen bleibt unbedingt dran, um das nicht zu verpassen. So, jetzt erstmal ganz kurz hier weiter evolven. Und jedes Mal, wenn wir uns halt evolven, kriegen wir so neue Fähigkeiten. Wir sind jetzt schon mal jetzt gerade plus 5 von unserem Torso und hier nochmal ganz kurz plus 4 von unserem Kopf. So, und jetzt wird Zeit, das Ei zu durchbrechen. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld am Start. Ich mache jetzt mal ganz kurz Power hier, Power da und nochmal richtig dicke Power jetzt, Freunde. Und jetzt sollten wir, glaube ich, hier ordentlich Power haben, um den Boss-Typen richtig weit weg zu pfeffern, Freunde. So, jetzt hier schön schnell tippen und boom, und zack, nochmal ein weiterer Touch und jetzt kommen wir gerade mal nur bis 200, obwohl wir eigentlich in 300 gelandet sind, also relativ knapp, aber es ist kein Problem, weil ich habe jetzt eine geheime Ei-Taktik, die ich machen werde, Freunde, deswegen hier müssen wir erstmal, oh mein Gott, es ist hier gerade mega rutschig, Leute, wuppa, okay, jetzt hier ganz kurz jetzt hier im
mal das mitnehmen, Freunde. Ist gerade mega rutschig, sehe ich gerade. Und ich sehe auch hier, bewegt sich, glaube ich, immer... Oh, warte mal. Oh mein Gott. Plus 15 von dem Torso, Freunde. Und plus 10. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist schlau, wenn wir immer eine selbe Eiform benutzen. Und das ist, glaube ich, die geheime Taktik, an die ich mich halten werde. So als hier. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin gerade richtig... Guckt euch das mal an. Yo, wir kämpfen gegen Hagiwagi. Und der hat gar keine Chance gegen uns, Freunde. Guck mal jetzt hier. Bam! Yo! Oh mein Gott, wie weit fliegt Hagiwagi jetzt gerade? Kommen wir sogar bis 600? Oh mein Gott, wir sind sogar fast bis 600 gekommen, Leute. Ey, wir haben direkt 500 Münzen bekommen. Und oh mein Gott, guck mal hier, sind die ganzen Eier. Und jetzt haben wir... Was? Leute, oh mein Gott. Wenn wir quasi von einem Ei alles sammeln, schalten wir es frei. Ah! Okay, das bedeutet, sind wir gerade das Ei mit diesen fliegenden Dingens. Das heißt hier, wollen wir jetzt mal ganz kurz sehen, nur diese fliegenden Teile, Freunde. Und dann, oh mein Gott, okay. Und jetzt hier ganz kurz die fliegenden Teile. Okay, ich habe jetzt hier wieder ein bisschen was evolved. Jetzt hier ganz kurz wieder die fliegenden Teile. Und jetzt sind wir quasi der Vogel, ne? Wir haben zwar nicht alle Sachen gerade bekommen, weil ich gegen den Zaun gekommen bin. Aber, Freunde, wir müssen uns merken, wir können jetzt nämlich jedes Mal, wenn wir dieselbe Ei nehmen, kriegen wir quasi, komm schon, das Ei freigeschaltet. Und wir müssen probieren, alle Eier auf dieser Insel freizuschalten, Freunde, und zu befreien. Ihr könnt ja hinten schon mal gerade sehen, wir haben diesen coolen Dinosaurier oder was auch immer das da ist, Dinosaurierdrachen, hinten gerade stehen und da sind auch Hagiwagi-Eier und sowas am Start. Ne? Und ich glaube, jetzt haben wir sogar gerade das Vogelei freigeschaltet. Ja, Leute, wir haben das Vogelei freigeschaltet. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir können sogar noch später evolven. Jetzt bin ich gerade das Ei. Ich würde mir sagen, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die blauen Teile jetzt, weil ich glaube, dadurch kriegen wir... Oh, Leute, das hier ist das Hagiwagi-Ei. Oh mein Gott, okay, jetzt können wir sogar vielleicht Hagiwagi gleich schon mal freischalten. Oh mein Gott, ein Vogel. Okay, Hagiwagi gegen den richtig krassen, keine Ahnung, was ist das für ein Typ. Guck euch das mal an. Hagiwagi hat eine richtig stabile Brust, Alter. Ohne Spaß, der war ja richtig trainieren, Alter. So, Hagiwagi gegen den anderen Hagiwagi, der irgendwie trotzdem noch in so einem goldenen Anzug drin ist. Und jetzt hauen wir ihn mal ganz kurz. Bam! Und oh mein Gott, er fliegt übertrieben hoch. Kommt er bis 600, Freunde? Kommt er bis 600? Ja, wir haben 600 Münzen bekommen. Und das Ding ist, wenn wir anscheinend das Monster bis hinten hinschießen. Und oh mein Gott, was ist dieses geheime Magma-Ei da oben, Leute? Ey, ich bin gerade mega gespannt, was das für ein Ei oben sein soll, ne? Das sieht ja übertrieben heftig aus. Bleibt auf jeden Fall dran, um das nicht zu verpassen, Leute, was das für ein Ei ist. Jetzt habe ich hier gerade jetzt hier anscheinend die roten Teile. Ich will auf jeden Fall jetzt aber gerade so ein lila Ei werden. So, jetzt hier ganz kurz die Münzen wieder einsammeln. Weitere lila Sachen. Oh mein Gott, der Vogel hat mich gerade ein bisschen geholt, ne? Okay, ich muss jetzt mehr von diesen lilanen Teilen einsammeln, um das lilane Ei zu bekommen, Freunde. Oh mein Gott, hier war gar nichts Lilanes. Okay, jetzt sind wir anscheinend ein gemischtes Monster. Halb so wild. Wir sehen trotzdem irgendwie heftig aus. Ich habe gerade so 1000 Münzen jetzt hier gerade bekommen. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade plus 5 Power. Guck mal, wie krass wir aussehen und wie heftig wir jetzt gerade hier diesen Boss weghauen. Und schieß ihn weg. Bam, yibi. Oh mein Gott, wie weit er wegfliegt, Freunde. Das Ding ist, wir sind da nicht ein einheitliches Monster. Das heißt, wir haben jetzt gerade nur dem ist plus 400 gehauen. Das können wir jetzt gleich besser machen, denn ich habe jetzt wieder eine neue geheime Ei-Taktik. So, wir gehen jetzt hier nur auf dieses Lilane, Freunde. Nur auf diese lilanen Sachen. So, vorsichtig jetzt hier. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Es war sogar oben gerade versteckt. Okay, ihr müsst jetzt hier am besten ausweichen, Leute. Ich weiche jetzt hier ganz kurz aus. So, evolve nochmal ganz kurz. Und jetzt hier nur die lilanen Sachen mitnehmen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier nur lilanen Sachen am Start. Und nein, uns fehlt so eine Brustplatte, glaube ich, oder? Sieht auf jeden Fall gerade danach aus. Okay, wir machen ein bisschen mehr Power. Aber ich glaube, uns fehlt so eine goldene Brustplatte, Freunde. Weil wir nicht genug Eier hatten. Aber, oder DNAs. Und jetzt kommen wir hier, hau den Hagiwagi weg. Und uns hat die Brustplatte gefehlt, Leute. Wir haben es hier gerade mal bis 400 gehauen. Oh, das ist sogar nur bis 300. Was? Okay, das müssen wir gleich mal besser machen. Weil ich glaube, wir sind kurz davor, ein neues Ei freizuschalten. So, das rote haben wir jetzt da sogar schon. So, jetzt hier nochmal ganz kurz das mischen so ein bisschen. Evolven natürlich, Freunde. So, jetzt hier schön die ganzen Münzen einsammeln. Oh, ich möchte mir jetzt wieder... Oh mein Gott! Nein, ich wollte gerade das Hagiwagi-Ei einsammeln. Habe ich jetzt aber gerade nicht bekommen, Leute. So, jetzt hier den Vogel nicht mitnehmen. So, ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen Hagiwagi-Fähigkeit. Und ganz, ganz viele Münzen. Das Ding ist, Freunde, jetzt, pass auf. Jetzt habe ich ja gerade so ein gemischtes Monster. Aber ich spare jetzt mal meine Münzen. Guck mal, ich werde jetzt quasi als ganz Schwacher sein gegen ihn kämpfen. Werde vielleicht sogar... Oh, ich gewinne trotzdem. Aber ich werde jetzt vielleicht gucken, dass ich das nächste Ei freischalte. Weil ich will unbedingt wissen, was dieses Magma-Ei da hinten ist, ne? Dieses Magma-Ei sieht nämlich richtig krass aus. Ich werde jetzt nämlich nur was von diesem grünen jetzt nehmen, Freunde. Jetzt haben wir nämlich anscheinend hier dieses grüne Ei, Leute. Und ich glaube, dieses grüne Ei
wird uns jetzt hier irgendwie zu so einem richtig krassen Monster machen. Guck mal jetzt hier, so, guck mal, wir können es schon wieder evolven. Oh mein Gott, wir sehen jetzt gerade so krass aus. Jetzt kommen noch mehr Grün mitnehmen. Ich glaube, jetzt haben wir genug grüne Sachen, um ein komplettes grünes Monster zu sein. Wow! Ey, wir sehen echt cool aus, aber ich glaube, ich bin mir nicht gerade sicher, ob wir jetzt gerade sogar das Monster sind. Okay, jetzt haben wir sogar richtig, oh, wir sind sogar Max Level bei dem einen Ding gerade gewesen, ne? So, komm, jetzt hier schön gegen ihn antreten, Freunde. Ey, wir hauen ihn gerade so kaputt, ne? Wir hauen ihn gerade so kaputt und oh mein Gott. Yo, der Vogel lernt jetzt mal richtig fliegen. Alter, okay, wir waren kurz vor 500. Ey, schade, ne? Ich, oh, Leute, wir haben ein neues Ei frei. Wir haben das grüne Ei jetzt freigeschaltet und zwar dieses komische Fliegenteil oder so, ne? Alter, und ich glaube, wir kommen jetzt immer näher zu diesem Magma-Ei. Jetzt können wir erstmal schön das hier, sozusagen das Huggy-Wuggy-Ei jetzt hier freischalten. So, kurz Huggy-Wuggy-Fähigkeit mitnehmen. Okay, jetzt evolven wir mal ganz kurz. Leute, jetzt machen wir einen schönen Huggy-Wuggy-Skin, ne? Oh mein Gott, das wird jetzt richtig heftig, ne? Guck mal, wir haben jetzt schon gerade 1000 Münzen am Start. Yo, wir machen jetzt, glaube ich, Huggy-Wuggy maximales Level, Freunde, 1200 Münzen und jetzt werde ich es schön Huggy-Wuggy evolven, so, und zack, hier ist Maximum und bam, mir auch noch fast Maximum. Leute, Huggy-Wuggy sieht gerade so krass aus, ne? Huggy-Wuggy wird jetzt den Boss, oh mein Gott, der hat ihn so auseinandergenommen und zack, yo, oh mein Gott, Leute, wie weit fliegt denn der gerade? Der fliegt einfach bis 600, fast sogar 700, unser absoluter Rekord gerade, ne? Und Huggy-Wuggy hat ja so krasse Fähigkeiten. Okay, warte mal, das muss ich überlegen. Wir haben jetzt gerade ein Ei davon, was wir noch nicht hatten. Ich glaube, dieses Liederne, ne? Haben wir dieses Liederne überhaupt schon gehabt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier nur die Liedernen Sachen. Und vielleicht haben wir jetzt hier ein neues Liedernes Ei, was wir dann noch nicht freigeschaltet haben. Ich glaube, oh mein Gott, der Vogel, aufpassen. Ich glaube aber, das Liederne hatten wir schon mal, ne? Kann das angehen? So, alle Münzen mitgenommen. Und, oh mein Gott! Ah, jetzt sind wir, glaube ich, komplett Gold, ne? Das waren wir eben, glaube ich, nicht. Okay, jetzt hier ganz kurz die Sachen aufleveln, so. Und jetzt hier richtig reingehen, Freunde. Und jetzt hier schön mit unseren Scheren, bam, 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 wegprügeln jetzt hier den Vogel, zack. Und boom, nochmal den Extra-Kick geben, um jetzt hier easy auf die 400 zu kommen. Ey, was? Haben wir dieses Ei jetzt auch freigeschaltet? Weil ich glaube, wir haben jetzt gerade... Ja! Leute, wir haben noch ein neues Ei freigeschaltet. Und zwar das Ei jetzt hier. Und es fehlen jetzt nur drei Eier, um alle Eier freigeschaltet zu haben, Leute. Oh mein Gott, hier ist was. Und zwar das hier, Leute. Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Wir haben schon wieder ein neues Monster. Oh mein Gott, vorsichtig jetzt hier schön. Alle immer mitnehmen, Leute. Oh mein Gott, wir werden gleich ein neues Monster freischalten. Dann fehlen uns nämlich nur zwei Eier. Und dann haben wir einfach alle Eier. Und ich bin gespannt, was dieses Magma-Ei ist, Leute. Okay, jetzt haben wir hier, komm schon, evolve jetzt hier das Ding. Und Leute, wir sehen jetzt richtig krass aus. Guck mir jetzt hier das Ding an. Wow. Okay, pass auf, jetzt hier schön 500 und dann zack, Max Level. So, jetzt sind wir richtig dickes, komisches Schweinchen mit sogar so Flügeln. Und oh mein Gott, das tritt ja richtig heftig zu, Leute. Bam! Yo! Oh mein Gott, das tritt ja übertrieben heftig zu. Wir kommen einfach wieder easy bis 600, sogar fast bis 700, Leute. Yo, ohne Spaß, richtig heftig. Und jetzt haben wir sogar wieder ein neues Ei freigeschaltet. Und zwar... Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das, wie krass wir gerade aussehen mit unserer Power? Wir können nämlich gleich hier das neue Ei freischalten. Ich glaube, jetzt müssen wir ganz kurz jetzt hier das rote, glaube ich, nehmen. Ich glaube, da war noch ein anderes, aber das haben wir jetzt gerade noch nicht hier am Start gehabt, ne? Da muss ich, glaube ich, dieses helle machen. Okay, jetzt gehe ich hier mal ganz kurz weiter mit meinem coolen roten Ei. Oh mein Gott, ich mache jetzt hier mal ganz kurz jetzt hier die weitere Evolution, weil ich glaube, die fehlt mir nämlich noch mal ganz kurz. Ne? Genau, die fehlt mir nämlich jetzt. Aber jetzt habe ich leider nur so eine Mischung am Start. Gut, das Ding ist, jetzt sparen wir mal ganz kurz Coins, um jetzt gleich diesen heftigen Golem freizuschalten. Das heißt, ich feile das direkt hier rein und werde jetzt gleich diesen heftigen Golem freischalten, weil der fehlt mir nämlich noch mit seinen krassen, ich glaube, das war dieses graue Ei. Ne? Das heißt, hier können wir jetzt kurz sehen. Wir hauen den ganz kurz weiter und es fehlt da vorne, ja, uns fehlt das graue Ei und das Magma-Ei. So, wir werden jetzt mal ganz kurz durchlaufen als unser Ei und jetzt haben wir hier sogar schon hier, seht ihr, nämlich hier diese grauen Eier, Freunde. Und wir werden auf jeden Fall direkt immer evolven, um so viele graue DNA-Sachen mitzunehmen, wie es nur geht. Und ich sehe da vorne auf jeden Fall mega viele solcher DNAs, Leute. Aber das Ding ist, wir haben, glaube ich, irgendwie andere Beine. Kann das angehen? Leute, wir haben andere... Nein, wir haben andere Beine. Ey, das kann doch nicht angehen. Guck mal jetzt hier, wie wir aussehen. Ey, wir sind da noch nicht genug davon. Wir müssen gucken, dass wir es direkt am Anfang haben. Wenn wir es nicht direkt am Anfang haben, kann man das quasi vergessen. Das kann man hier schon mal sehen. Wir hauen ihn
ein bisschen weit, den Huggy-Wuggy-Drachen. Aber er ist nur bis 200 gekommen, weil wir haben die Münzen gespart, um gleich richtig heftigen Bossfight zu machen. Und jetzt, Leute, jetzt kann ich mir nämlich jetzt hier das graue Ei schnappen. Ich muss dafür nur ganz kurz jetzt hier hingehen. Ja, Mann, Freunde, wir werden jetzt das graue Ei freischalten. So, jetzt hier schön grau mitnehmen. Oh Gott, wir wurden gerade fast zerbrochen, Leute. Wir wurden gerade ganz knapp zerbrochen von diesem einen Vogel. So, jetzt gehe ich hier schneller links. So, jetzt hier schön, zack, ja! Leute, wir werden jetzt hier ein neues Ei freischalten. Jetzt kann ich hier übertrieben, oh mein Gott, ich kann jetzt so krass aufleveln. Ich kann jetzt auf maximales Level bringen. Hier, zack, und hier. Leute, wir sind auf dem maximalen Level. Guckt euch das mal an, wie krass unser Monster jetzt gerade aussieht. Wir können extrem schnell jetzt hier drauf tippen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt, glaube ich, so weit wegschießen können. Ja, Mann, Leute, der fliegt einfach hier easy bis 400. Und damit ist das vorletzte Ei freigeschaltet. Guckt ihr das mal jetzt hier an, wie das aussieht. Uns fehlt nur noch ein Ei. Und zwar das Magma-Ei, Freunde. Ich bin so gespannt, wie das Magma-Ei aussehen wird, ne? So, jetzt hier ganz kurz hier. Nein, danke. Und jetzt müsst ihr halt irgendwie diese Magma-Fähigkeit freischalten. Ich weiß auch nicht genau, wie das sein muss. Ich glaube, es wird auf jeden Fall gleich einfach beim Level kommen. Und dann werde ich hier gucken, dass wir jetzt... Oh mein Gott, Vorsicht jetzt hier, ne? So, Vogel ganz kurz mitgenommen. Wir haben ganz kurz zerstört. Oh, Leute. Ich muss gucken, ob wir jetzt irgendwie... Vielleicht ist das Magma-Ei auch einfach so eine perfekte Mischung, ne? Es kann natürlich auch sein, dass dieses Magma-Ei einfach eine komplette Mischung ist aus all diesen Tieren. So, ich werde jetzt mal ganz kurz hier durchgehen und den mal ganz kurz hier hauen, um ein bisschen Coins zu sparen. Und werden mal gucken, ob wir gleich diese Magma-Eier oder Magma-DNA finden werden. Und oh mein Gott, der fliegt ja mega weit, ne? Der fliegt ja fast bis 500. Ich werde mal probieren, jetzt ganz kurz alle DNAs zu mischen, Freunde. So, das heißt hier, ich werde jetzt mal alle DNAs einsammeln, wie es nur geht, und gucken, ob wir dadurch vielleicht das Magma-Ei bekommen, Leute. Weil wir dann quasi ja jede DNA eingesammelt haben. So, jetzt hier ganz kurz, zack, DNA, DNA, DNA. Okay, evolven, dann DNA und zack, 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 zack. Okay, ich habe jetzt fast jede mitgenommen. Also ich habe jetzt ganz, ganz viele DNAs am Start, Freunde. Mal gucken, ob das reicht, um das Magma-Ei gerade zu bekommen. So, wir gehen hier direkt wieder rein in den Fall. Ich glaube aber, das wird nicht reichen, weil das Magma-Ei ist, glaube ich, so ein eigenes Tier. Ich glaube, um das Magma-Ei zu bekommen, Freunde, müssen wir von jeder DNA eine Sache haben. Das heißt, hier haben wir schon mal das Rote, jetzt das Graue, Freunde. Ein bisschen weitere Münzen einsammeln. Jetzt nochmal ganz kurz das Rote mitnehmen. Und nochmal das Graue. Aber das Ding ist, Leute, ich glaube, wir können einfach das Magma-Ei gar nicht freischalten. Das ist das Problem. Ich werde mich einmal jetzt hier richtig Max-Level, Leute. Ich bin Doppel-Max-Level. Sehe aus wie so ein richtig krasser Magma-Typ, Leute. Und jetzt hauen wir den mal ganz kurz hier weg und gucken, ob wir den... Oh mein Gott. Jo, der fliegt übertrieben weit bis 500, Leute. Aber das Ding ist, dieses Magma-Ei können wir leider nicht bekommen. Und ich glaube, ich werde erstmal einen Bösewicht, okay, Leute? Das heißt, wir dürfen jetzt hier nur die roten Sachen einsammeln, wenn ich hier so ein, oh mein Gott, ein Bösewicht bin. Wenn ich jetzt hier zu Venom, oder wie sie das, ich glaube, ich werde zu Venom, Freunde, jetzt hier. Oh mein Gott, nein, 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 hier bloß nichts einsammeln. Jetzt bin ich gerade wieder normal geworden, was relativ doof ist. Aber ich möchte ja jetzt hier, Leute, genau Venom werden. Und jetzt habe ich hier sogar schon, oh mein Gott, den ersten, was? Ich habe gerade einfach so einen Schlüssel eingesammelt. Und jetzt, guck mal, kämpfen wir gegen Batman. Ich bin Venom. Yo, wie wir ihn durchkicken, Leute. Fast bis mal 60. Oha, Leute. Anscheinend können wir sogar, ihr seht oben links und oben rechts, haben wir jetzt hier immer anscheinend Hero Coins. Und halt so Villain-Coins. Bedeutet halt einfach Superhelden-Coins oder halt einfach Bösewicht-Coins. Und wir kriegen anscheinend sogar gleich schon eine neue Map. Und wir können jetzt hier schon mal eine Kiste auswählen. Ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall die rote Kiste. Und jetzt haben wir hier... Oh, plus 2000 Bösewicht-Coins gerade bekommen, Freunde. Was halt echt mega viel ist. Das heißt, wir können jetzt ganz kurz mal hier in unseren Welten... Könnt ihr jetzt hier mal ganz kurz zu Villain gehen. Und ich kann jetzt hier, Leute... Zack. Ah, ne, ich kann jetzt... Okay, warte, wir können aber jetzt hier zurückgehen. Und ich glaube, ich kann dann hier in unserer Welt... Okay, noch nicht mehr bauen. Okay, ich muss anscheinend noch ein bisschen besser werden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier der Superheld. Und wir werden auf jeden Fall im Laufe des Videos anscheinend richtig, richtig heftige, oh mein Gott, Superheldenkostüme und alle freischalten. Spider-Man, Hulk und Thor und sonstige Sachen. Leute, guck mal jetzt hier, guck mal, wir können jetzt hier... Gott, guck mal, wir haben jetzt schon von Spider-Man diesen einen Anzug und jetzt hier gegen ankämpfen. Jawohl, und jetzt haben wir leider schon die Zacken gerade verloren, aber ich glaube, die sollten wir jetzt hier, ja, die kriegen wir jetzt wieder, Leute. Ey, wir sind gerade der krasseste Spider-Man und können wir jetzt hier gegen sie ankämpfen. Bam, yo, wie weit fliegt sie denn durch? Was? Oh,
Vielleicht können wir... Oh, wir waren gerade so nah dran. Bis mal 100, Freunde. Vielleicht schaffen wir heute, das bis mal 100 zu kommen. Weil dann kriegen wir anscheinend sogar den geheimen Anzug, Leute. Anscheinend irgend so ein Spider-Man-Anzug. Okay, jetzt sind wir hier sogar schon fast bei der neuen Map. Und wir können jetzt hier anfangen, anscheinend bessere Stärken zu kommen. Ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt mal ganz kurz ein paar Stärken von den Superhelden. Beziehungsweise vom Bösewicht. So, jetzt hier auf jeden Fall beide Stärken jetzt mal geholt. So, zack. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier auf jeden Fall Superheld. So, weil ich, glaube ich, drei Sachen mal Superheld gekauft habe. Jetzt kann ich jetzt mal schön... Pass auf, Leute. Schön hier rübergehen. Okay. Lava. Aufpassen auf die Lava. Alter, wie viel nehme ich gerade mit? Oh mein Gott, wir sind gerade einfach ein Held. Ich will aber auf jeden Fall... Oh mein Gott. Gleich wieder ein Superheld sein, Freunde. Ey, guck mal. Yo, wir haben gerade... Alter, wie so viele Herzen jetzt gerade. Und jetzt hier auch nochmal ganz viele Coins. Jetzt müssen wir hier gegen den Joker antreten. Bam! Guck mal, wie der hier durchfliegt. Komm schon, bis mal 100. Nein, ein davor. So nah dran, Freunde. Ey, wir waren gerade so nah dran, um das mal 100 zu bekommen. Ich glaube, wir kriegen es auf jeden Fall nicht hin, mal 100 zu schaffen, Leute. Ey, und wir kriegen anscheinend auch gleich neue Anzüge. Ich glaube, es ist ein Ironman-Anzug oder so, kann das angehen. Und wir haben jetzt sogar eine neue Map, Freunde. Wie cool ist das denn? Okay, dann würde ich mal sagen... Oh, guck mal, wir können jetzt hier... Pass auf, ich werde jetzt mal Bösewicht, Leute. Wow, ich werde jetzt ein Bösewicht sein. Okay, jetzt habe ich leider einen verpasst. So, kann ich jetzt hier wieder zu Venom werden, Leute. Genau, hier raus. Und... Guck mal, wie ich aussehe, Freunde. Und wow, wow, die ganzen Coins, die wir einsammeln. Und jetzt hier, zack. Alter, was haben wir hier für Zacken hinten, Leute? Wir sind da gerade der krasseste Venom von allen, Alter. Guck dir das mal an. Venom mit Spider-Man. Oh, bam, bam, gegen Dr. Strange. Und guck mal, jetzt hier wieder durchfliegt. Bitte auf mal 100, mal 100. Nein, ein davor. Ey, wir müssen noch ein bisschen mehr Energie sammeln, Freunde, um die auf mal 100 zu schießen, damit wir halt diesen geheimen Anzug bekommen. Ey, das ist auf jeden Fall so krass jetzt hier. Und jetzt haben wir, oh mein Gott, seht ihr das? Den Goblin-Anzug und auch so ein paar andere. Wir kriegen anscheinend sogar gleich wieder eine neue Map. Ich kann es hier nochmal ein bisschen mehr Stärke kaufen. Alter, wir sind jetzt auf jeden Fall, warte, ich mache nochmal jetzt Bösewicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade echt richtig krass unterwegs, das Böse. Ich habe leider gerade ein paar Sachen vergessen einzusammeln. Das ist auf jeden Fall hoffentlich nicht allzu wild. Okay, oh Gott, ich hätte das umwerfen sollen. Nein. Oh, jetzt kommen wir locker nicht so weit. Aber oh, ein neuer Schlüssel, Freunde. Ganz wichtig. Jetzt kann ich hier schön. Oh mein Gott. Ey, wir sind ja jetzt voll schwach. Wir sind ja übertrieben schwach. Guck mal, jetzt hier ganz kurz gegen die antreten. Aber wir können ja locker überhaupt nicht weit hauen. Wir kommen jetzt hier gerade mal bis mal 50. Na toll. 15% ist aber schon nah an den super, an den hier Bösewichten-Anzügen. Jetzt kann ich hier wieder eine wählen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz blau, Freunde. Und jetzt habe ich plus 2000 Superhelden-Coins gerade bekommen, Leute. Das ist richtig cool. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen stärker machen. Und auch wieder meinen Bösewicht-Check machen. Und oh Leute, das Ding ist, ich verschwende jetzt ja gerade die ganze Zeit Coins hier ran. Wir sollten eigentlich mehr die Coins hier reinpacken, dass wir noch weitere Basis haben und halt neue Anzüge freischalten. Deswegen, ich speise jetzt mal die Coins. Okay, jetzt auf jeden Fall 30 nehmen. Und dann packe ich da auf jeden Fall die Coins. Oh, so, ganz schnell nehme ich gleich in andere Leute rein. Jetzt kommen wir jetzt hier schön. Woo, Spider-Man. Und ah oh nein, nein, ich habe gerade, oh mein Gott, so viel verpasst, ne? Ey, was? Ey, wir haben gerade so viel, aber jetzt hier viele Coins sammeln. Jetzt hier schön bam, 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 gegen Venom kämpfen. Aber wir kriegen jetzt nur, wir kriegen nur mal 50, ne? Ah, fast mal 60, Freunde. Ah, das war jetzt gerade ein bisschen wenig, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir wieder 1000 Coins. Ich brauche auf jeden Fall mehr von diesen Coins, damit wir quasi gleich, oh, boah, die neuen Anzüge, die wir frei bekommen, unbedingt gleich dann mal 100 schaffen und den geheimen Anzug bekommen. Das kann ich hier, glaube ich... Oh Gott, ich muss halt noch ein bisschen mehr sparen, ne? Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt keine... Jetzt Bösewicht, Leute. Bösewicht werden. Sehr schön alles einsammeln. Oh, wir sind Venom. Okay, Venom. Und jetzt hier schön alles einsammeln. Ja. Ja, die Lava auch nochmal. Oh mein Gott. Oh, was, irgendwas random. Nein. Oh, trotzdem gut. Trotzdem gut, Freunde. Wir haben jetzt richtig viel Power. Ich glaube, wir können jetzt mal 100 schaffen. Komm schon, schaffen wir mal 100. Komm, komm, komm. Drück, 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 drück. Und... Oh, mal 100, mal 100, mal 100. Oh, ein davor. Ich glaub's ja nicht, Leute. Wir waren gerade ein davor, ne? Um das zu bekommen. Ey, das war ja so knapp. Okay, jetzt haben wir gerade schon wieder... Oh, wir sind... Oh, 45% zu den Bösewichten-Anzügen. Und ein vor der neuen Map, Leute. Okay, kann ich jetzt schon irgendwas kaufen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube, ich muss da ein bisschen... Ne, wir müssen noch ein bisschen mehr Coins sparen. Gut, dann werde ich da jetzt nochmal so zum Superhelden. Jetzt kann ich jetzt schön die ganzen Hammer einsammeln. Okay, wichtig. Kämpfen wir jetzt hier gegen den. Bam, aus dem Weg. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach damit die Mauer zerstört. Hier ganz kurz aus dem Weg. Oh, was... Impfung auf jeden Fall wichtig, Leute. Und jetzt hier, komm. Ja, ja. Ja, alles eingesammelt. Oh mein Gott, ich bin gerade so stark, Leute. Wenn jetzt was random Ding auch noch heftig ist. Es hat uns auch nochmal mehr Energie gegeben. Leute, wenn wir... Ey, bitte lass mich jetzt mal 100 schaffen. Oh mein Gott, ich... Nein,
Nein, ich hab vergessen drauf zu drücken. Ich Idiot. Jetzt kommen wir locker nicht so weit. Och, ey, wir hätten locker mal 100 geschafft. Ich habe aber vergessen drauf zu drücken. Und er hat uns ein bisschen Schaden gemacht, ey. Wir haben nämlich dieses Bonus-Ding ja bekommen, ne? Ich war gerade so nah dran, aber wir schaffen das noch, Freunde. Ich muss auf jeden Fall dran glauben, dass wir es noch schaffen. Jetzt auf jeden Fall schon wieder eine neue Map. Oh, wir können ja sogar anscheinend im Store. Guck mal, wir können uns dann neue Charaktere und sowas kaufen. Die können wir zum Beispiel dann auch. Oh mein Gott, wir können auch so ein Skin und sowas gleich holen, Freunde. Wir brauchen dafür halt nur diese Diamanten. Auf jeden Fall echt richtig krass. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr einsammeln. Okay, jetzt hier schön das einsammeln und jetzt, oh, ordentlich Power gerade bekommen. Bösewichtspower. Hier den Polizisten weggehauen. Hier auch wieder random. Och nein, minus 10. Warum tut er uns das an, Leute? Jetzt kommt random, bitte jetzt richtig gut. Nein, minus 20. Ey, was? Das hätte locker so eine 10er-Runde werden können, Leute. Und jetzt haben wir gerade einfach minus 20. Komm, tipp. Bam! Guck mal, wie sie durchfliegt. Mal 100. Oh, schon wieder ein davor. Das kann doch nicht angehen. So nah für den geheimen Anzug, Leute. Aber wir haben jetzt wieder neue Bösewicht-Coins gerade bekommen, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und wir sind 50% davon entfernt, um neue Anzüge freizuschalten, ne? Okay, Leute, wir brauchen... Ich glaube, ich muss meine Stärke ein bisschen machen. Das heißt, ich mache jetzt meine Stärke heftiger, dass wir jetzt hier ein heftigerer Bösewicht werden. Weil mit dieser Stärke, die wir dann haben, Leute, die können wir dann nutzen, um denjenigen hinten in mal 100 reinzuhauen. Weil das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Sehr schön, ja. Yeah. Alles einsammeln, Freunde. Und jetzt auch nochmal Virus, Leute, Virus. Schön an den Hammers vorbei jetzt hier. Schön vorbei da. Und oh mein Gott. Pass auf, ich hau mir jetzt... Warte, ich gehe jetzt nicht durch die Tür. Okay, jetzt hier das einsammeln. Oh mein Gott, ich bin jetzt so heftig, ne? Bam, aus dem Weg. Ich bin böse. Ich bin böse. Ich habe auch neue Stärke. Komm schon, habe ich genug Stärke, um gegen... den anzutreten. Flieg auf 100. Nein, aber Leute, habt ihr es gesehen? Er ist weiter gelandet, ne? Er ist nicht abgeprallt von 80, er ist sogar weiter gelandet. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt immer nur unsere Stärke heftiger machen. Was auf jeden Fall echt wichtig ist, ne? Weil wenn wir mehr Stärke haben, Leute, kriegen wir halt quasi dann halt auch so einen besseren Schubser. Das heißt, hier auf jeden Fall Speed erhöhen, Leute. Hier sind wir ein bisschen schneller. Und, oh, pass auf, ich will nochmal Bösewicht, ne? Weil Bösewicht, das ist das, wo wir, glaube ich, das 100-Ding schaffen können jetzt hier. Oh, okay, ein bisschen was verloren, leider. Das musste leider sein. Jetzt hier auf jeden Fall das wieder mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Oh, nicht die, auch auf jeden Fall das wieder mitnehmen, Leute. Dann Push, ne? Ganz ordentlich. Oh, ja, ich habe das große Ding vergessen. Aber ich habe einen neuen Schlüssel, Leute. Mit dem neuen Schlüssel können wir, glaube ich, jetzt hier... Oh mein Gott, wie viel ich einsammle. Yo, ich glaube, vielleicht habe ich jetzt genug Stärke. Yeah, Dr. Strange, du hast keine Chance. Bam, Leute, guck mal, jetzt hier durch, mal 100. Nein, ey, so nah an mal 100. Ich glaub's da nicht, Freunde. Wir waren so nah dran. Ich muss noch ein bisschen meine Stärke erhöhen, ne? Und wir müssen schon wieder 3000 Coins. Ich glaube, jetzt kann ich hier wieder, glaube ich, zweimal meine Stärke erhöhen. Und das soll jetzt auf jeden Fall, glaube ich... Oh, warte mal, hier. Wir haben Diamanten. Leute, wir haben Diamanten. Bedeutet, wir können jetzt hier anscheinend, pass auf. Glaube ich, ein Diamant. Lol, wir haben einen neuen Skin. Oh, Leute, wir haben neue Skins. Wie cool ist das denn? Pass auf, jetzt, warte mal. Ich bin jetzt ein Bösewicht. Mal gucken, was ich für ein Bösewicht-Skin habe. Und dann bin ich anscheinend der Joker, Freunde. Was? Wir haben einfach neue Skins jetzt freigeschaltet bekommen. Wie cool ist das denn, Leute? So, jetzt hier Joker. Schön alles einsammeln. Immer die Bösewicht-Sachen einsammeln. Jetzt hier die Lava nicht mitnehmen. Und dann, pass auf, das. Und dann leave you. Oh mein Gott. Hau ihn um. Hau ihn um. Ey, wie cool sehen wir gerade aus, Leute. Hier, random Ding nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie stark wir, glaube ich, gerade sind. Ey, wir haben einfach... Alter, wir sind so... Bam, 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 bam. Der Joker-Kick. Oh, 100. Komm, 100, bitte. Nein, ein davor. Das kann doch nicht angehen, dass wir so nah dran sind. Aber ich will jetzt mal wissen, wie unser Heldenskin aussieht, ne? Weil jetzt haben wir ja... Oh mein Gott, wir haben jetzt gerade 5000 Bösewichtsmünzen. Ich glaube, die bringen halt mega, mega viel jetzt gerade, Leute. Und wir sind auch einen davor. Guck mal, ich kann es hier... Guck mal, die Stärke, wie ich sie erhöhen konnte. Pass auf, wir werden jetzt mal ganz gut Superheld, ne? Ich will jetzt mal wissen, was ich für einen Superhelden-Skin habe. Guck mal, was? Wir werden zum Roten Hulk. Lol, wie sieht das denn aus? Aus dem Weg jetzt hier, bam. Alter, Leute, wir sind einfach gerade der Hulk. Random Ding, gut. Oh ne, ist ein Schaden leider gerade gemacht. Aber kein Problem. Ich sollte ihn jetzt vielleicht, den Venom da vorne, mit ganz viel Stärke... Bam! Auf mal 100. Bam, 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 bam. Nein, ey, ein davor. Das kann doch nicht angehen, Freunde, dass wir so nah dran sind, ne? Ey, guck mal, wir haben jetzt sogar gerade 2600 Münzen dafür bekommen. Das ist, glaube ich, noch mehr als normal, ne? Also normalerweise kriegen wir nicht so viele Münzen dafür.
Ey, ist ja unnormal. Und jetzt haben wir schon wieder eine neue Map, Leute. Und zwar anscheinend so eine Burg, so eine Dingens, so eine, mit ganz vielen Bergen. Okay, ich bin jetzt nochmal schneller. Ich habe jetzt da Stärke 2. Wenn ich mit Stärke 2 jetzt als Bösewicht den jetzt nicht holen kann, dann ist das unmöglich, Freunde. Ich werde jetzt mal probieren, alles einzusammeln. Nein, das war doof von mir gerade. Das war gerade echt doof von mir. Hui! Und jetzt hier schön, ich muss mich hochpowern, Freunde. Ich brauche richtig viel Power jetzt hier. Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, gerade volle Stärke, oder? Ich glaube, ich bin volle Stärke. Und hau ihn kaputt. Yeah! Und bam, auf mal 100, mal 100. Und yeah, Leute, der geheime Anzug. Yo, wie cool sieht der dann aus, Alter? Der sieht ja übertrieben cool aus, der geheime Anzug, Freunde. Ey, ohne Spaß, richtig, richtig heftig. Ich bin so ein kleines Baby und ich muss heute größer werden, indem ich jetzt hier, guck mal, alles Mögliche einsammle. Guck mal, jetzt werden wir sogar hier zu einem Slenderman, Leute. Wow, okay, pass auf, jetzt werden wir hier schön... LOL, was für dicke Tentakel haben wir jetzt hier, bitteschön. Kann ich jetzt hier die Menschen essen? Und ich kann einfach, Leute, ich kann sie mit meinen Tentakeln einfach essen. Oh mein Gott und oh. Ey, wir müssen heute auf jeden Fall probieren, das größte Monster, wow, aller Zeiten zu werden, Freunde. Um quasi alles Mögliche auszuschalten. Das ist heute unser Ziel. Wir haben nämlich nachher einen richtig heftigen Endboss, der richtig, richtig krass ist, Leute. Deswegen fangen wir jetzt erstmal wieder an hier als Baby und müssen heute probieren, komplett der größte Slenderman und ein verschiedenes Monster zu werden. Jetzt können wir hier alles mögliche einsammeln. Das bringt immer mal 5. Ich weiß ja nicht, ob... Oh mein Gott. So viele Menschen, Leute, die wir jetzt hier gerade essen können. Und die werden alle mit Grabsteinen versät. Oha! Oh yeah! Ich bin das größte Monster, Freunde. Lasst euch mal gerne ein Like da, Freunde, wenn ihr von der Messe möchtet. Jetzt hier fliegen wir einfach bis da oben auf 2,4. Alter, das sind so viele... Guck mal, das ist alles ja ein Sarg da die ganze Zeit, ne? Ey, Leute, wir werden hier auf jeden Fall richtig rasieren. Guck mal, wie wir jetzt hier alles... Zack, 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 zack. Oh mein Gott, wie wir alles einsammeln können, Freunde. So viele, wie es nur geht. Jetzt hier nochmal ganz kurz den einsammeln. Denn hier schön alle einsammeln, Leute. Und oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Die Tentakel. Wir fliegen. Leute, wir fliegen einfach. Was? Okay, oh mein Gott, wir können sie, glaube ich, gleich richtig heftig verwandeln. Ne? Guck mal, jetzt hier, zack. Und zack, wieder alle mitgenommen, Freunde. Und jetzt hier wieder. Mal gucken, wie hoch gehen wir jetzt? Auf 3,0 vielleicht schon. Ach, nur auf 2,4. Wir müssen unbedingt auf 3,0 kommen, um nachher das geheime Monster freizuschalten, Freunde. Was wir sehen werden. Okay, ich probiere jetzt hier wieder so viele, wie es geht. Einzusammeln. Zack, zack. Zack, zack. Alle eingesammelt. Jetzt können wir hier, glaube ich, weitergehen. Indem wir jetzt hier schön, genau, auch wieder ganz viele einsammeln. So viele, wie es nur geht. So, hier nochmal ganz zu sehen. Und jetzt können wir hier schön, Leute. Wow. Denn hier die ganzen Menschen wieder. Wow. Ey, das ist ja so verrückt, Leute. Und jetzt hier nochmal zack, zack, beide eingesammelt. Oh mein Gott, meine Tentakel, Leute. Meine Tentakel sind einfach... Oh. Und jetzt auf 2,5 vielleicht schon. Oh, 2,4 schon stehen geblieben, Leute. Wir müssen unbedingt 2,5 schaffen, ne? Kann euch angehen, dass wir einfach auf 2,4 stehen bleiben. Oh, jetzt haben wir so viel. Was denn das alles? So viele Totenköpfe und viel, viel mehr. So, alles schon eingesammelt. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Genau, dann laufen. Ja, oh nein, wir haben leider Schaden bekommen, Freunde. Unser Tentakel haben das quasi berührt, ne? Okay, jetzt haben wir leider einen Totenkopf weniger. Kein Problem. Jetzt schön hier mitnehmen. Okay, und jetzt hier alle Batmans, Leute. Oh nein, wir haben leider einen verpasst. Und jetzt können wir hier schön... Oh yeah. Alle Leute, alle jetzt hier beerdigen. Selbst hier am Ende. Und ich sollte es eigentlich jetzt hier so hochkommen, wie es nur geht. Bitte mehr als 2, kommen auf 2,5 jetzt. 2,5, oh, so knapp, Leute. Wir waren so knapp auf 2,5. Das kann doch nicht angehen, ey. Wir müssen unbedingt 2,5 schaffen, Leute, um das geheime Monster freizuschalten. Jetzt hier zack, zack, dann zack und wieder rüber. Okay, sehr gut. Jetzt hier schon mal alles Mögliche mitnehmen. So. Vorsicht, auf jeden Fall jetzt hier auch das hier alles mitnehmen. Jetzt hier so, okay. Und oh mein Gott, die ganzen Totenköpfe. Bam, 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 bam. Jetzt hier die ganzen Menschen. Zack, zack, zack. Alle ganz kurz hier beerdigen. So, alle mitgenommen jetzt hier. Und jetzt müssen wir unbedingt auf 2,5 kommen, Freunde. Kommen wir jetzt hier auf 2,5 und wir kommen auf... Oh, nein, ey. 2,4, das kann nicht angehen, Leute. Das ist so knapp vor 2,5 fahren. Okay, egal. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall gleich schaffen, dass wir auf 2,5 kommen. Jetzt hier, guck mal. Alles, alle Totenköpfe mitgenommen. Jetzt hier ganz kurz den, den und den. Hier, Leute, oh mein Gott. Wie wir sie alle schnappen. Jetzt schnappen wir gerade so viele Menschen. Jetzt hier ganz kurz. Yeah. Und yeah. Und yeah. Oh mein Gott, wir haben auf jeden Fall echt einen guten Run gerade, Freunde. Ich glaube, jetzt sollten wir auf 2,5 kommen, um das Ganze jetzt freizuschalten. So, jetzt geht's hier weiter und wir gehen auf 2,5. Oh, das kann ich eigentlich schon wieder so knapp davor, Leute. Ich glaube, wir brauchen einfach ein Level, wo man 2,5 erreichen kann. Und ich glaube, oh, das sieht auf jeden Fall nach einem Level aus, Leute. Jetzt zack, 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 zack. Alle eingesammelt. So, jetzt hier auch ganz kurz die ganzen Batman-Symbole. So, auch hier Scream-Symbole. Alle einsammeln, Freunde. Jetzt können wir, glaube ich, hier, oh ja,
Bam, 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 bam. Die ganzen Menschen jetzt hier. Bob, 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 bob. Alle wieder mitnehmen. Zack, 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 zack. Okay. Ich glaube, das wird wieder nicht 2,5. Aber ich glaube, die nächste Runde wird 2,5, Freunde. Dass wir das geheime Monster freischalten. Da sind wir gerade mal bei. Oh, wir haben gerade so knapp 2,4 erreicht. Also 2,5 leider immer noch nicht, Freunde. Aber kein Problem. Das sollten wir auf jeden Fall gleich schaffen. Guck mal, wie viele Totenköpfe jetzt hier einfach schon sind. So, Baby. Bam, 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 bam. Monster. Jetzt hier schön vorbeilaufen, Leute. So, okay. Alle mitgenommen. Jetzt hier ganz kurz. Oh ja. Und ey, das ist ja so verrückt. Jetzt können wir hier ganz kurz zack, zack, zack. Alle jetzt hier unter die Erde setzen. Alle aufgegessen. Und jetzt bitte lass mich 2,5 schaffen. Wir sollten auf 2,5 kommen. Und oh, schon wieder ein davor, Freunde. Ey, wir müssen auf 2,5 unbedingt kommen, um das geheime Monster freizuschalten. Wir sind kurz davor, Freunde, auf 2,5 zu kommen. So, zack. Okay, jetzt hier kurz mal zack, zack. Den schnappen und den schnappen. Jetzt komm schon hier. Sir, wir nehmen jetzt ganz kurz. Yeah! Und yeah! Ey, das ist so cool. So, jetzt bin ich hier schon mal hier bei Level 10. Ich glaube, wir sollten bei der nächsten Runde die Möglichkeit haben, 2,5 zu schnappen. Jetzt können wir erstmal, wow, ganz bis nach oben, Leute. Och, auch wieder 2,4. Das kann doch nicht angehen, Leute. Ey, wir müssen unbedingt auf 2,5 kommen, Leute. So, ich glaube, das wird es jetzt sein. Jetzt hier schön Totenköpfe einsammeln. Zack, 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 zack. Und dann den mitnehmen, den mitnehmen. Den, den, den. Okay. Oh, vorsichtig. Und den. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier fliegen. Und zwar, yeah, yeah. Und yeah. Okay. Alle mitnehmen, Freunde. Und, oh mein Gott. Ich glaube, wir werden jetzt nicht schon wieder die 2,5 kommen. Wir müssen doch auf 2,5 kommen, um das geheime Monster freizuschalten. Das kann nicht angehen, dass wir... Nein! Kurz davor stehen bleiben, Leute. Das kann nicht angehen. Komm schon, ey. Wir müssen das unbedingt schaffen. Ich will auf 2,5 kommen. Oh ja, schnell hier durch, Leute. Und man muss anscheinend mit schnellerer Geschwindigkeit. Man darf halt nicht so stoppen. Das heißt, hier müssen wir einfach durchsprinten, Freunde. Oh, vorsichtig. Und jetzt, Leute. Und jetzt können wir hier schöne ganzen Beds mitnehmen. Und oh mein Gott, wie viele wir jetzt hier gerade unter die Erde sitzen. Ich glaube, jetzt sollten wir auf 2,5 kommen, Leute. Aber ich habe zwar leider ein paar Totenköpfe nicht eingesammelt. Ich glaube, das ist ein Problem gewesen, oder? Komm schon, 2,5. Nein, das kann nicht angehen. Wir waren so kurz davor, auf 2,5 zu kommen, Leute. Okay, egal. Jetzt haben wir hier viele Scream-Personen. Ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall schaffen. Wir sind ja schon Level 15 jetzt gerade. So, ist das hier. Kurz, vorsichtig. Alle mitnehmen jetzt hier. Zack, alle mitgenommen, Leute. Und jetzt ganz kurz mal. Hui. Hier ganz kurz 4 unter die Erde setzen. Und hui. Und hier nochmal ganz kurz 2 unter die Erde setzen. Okay. Ich glaube, jetzt sollten wir 2,5 geschafft haben. So, jetzt gucken wir ganz kurz. Und wir fliegen hoch bis auf... Oh, 2,4, Mann, ich will das geheime Monster sehen, Freunde. Das kann nicht angehen jetzt hier. Okay, wir gehen auf das nächste Level und schon wieder diese Scream-Person. Kein Problem. Die können wir alle möglichen einsammeln. Jetzt hier, vorsichtig ist geboten. So, ich glaube, wir müssen einfach alle Sachen einsammeln, Freunde. So, jetzt haben wir alle schon mal bis jetzt eingesammelt. Jetzt hier auch noch mal ganz kurz alles einsammeln. Okay, alles eingesammelt, bis jetzt noch nichts verloren. Jetzt haben wir gerade alles Mögliche eingesammelt, Leute. Ich hoffe, dass wir das Level machen können. So, jetzt haben wir, Leute, wir haben jetzt nichts verpasst. Wir haben jetzt jeden Totenkopf, jede Scream-Person, jede Fledermaus eingesammelt. Und jetzt sollten wir eigentlich auf 2,5 kommen, ne? Wenn nicht, dann müssen wir einfach noch ein paar weitere Level spielen, um darauf zu kommen. Und jetzt sind wir auf 2,4. Ich glaub's doch nicht, Leute, dass wir jetzt schon auf 2,4 kommen. Ey, ich glaub's ja nicht, ne? Wir waren gerade so kurz davor. Ich glaube, jetzt ist es ein Level, wo wir es schaffen können. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann hier, bam. Bam, bam. Okay, ey, wir sind schon richtig Profi geworden, ne? So, hier, bam, Leute. Denn aus dem Weg jetzt hier, bam, 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 bam. Okay, jetzt hier alle unter die Erde setzen. Schön die Totenköpfe mitnehmen, Leute. So muss es sein. So muss es sein und nicht anders. Jetzt komm schon, bitte. Bring mich auf 2,5. Tu mir das nicht an, dass wir... Selbst die Ninja-Person da in der Mitte ist das schon richtig nervig, Mann. Okay, jetzt komm schon. Wir nehmen jetzt hier wieder. Bam, 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 bam. Alles mit. Okay, so viel mitgenommen, wie es nur geht. So, und jetzt... Ich frage mich, ob es halt irgendein Pick, wie wir auf 2,5 kommen können, ne? Vielleicht dürfen wir einfach nicht alles einsammeln und dann vielleicht nicht als Monster als am Ende kommen, sondern als eine Version, die wir davor haben. Das heißt, kommen wir jetzt auf 2,5? Nein, okay, ich werde jetzt mal probieren, nicht als Monster am Ende ranzukommen, sondern so als Baby oder als normale Person. Ja, 2,3. Wir haben zum ersten Mal etwas, was nicht 2,5 ist. Aber das Ding ist, es kann doch nicht angehen. Wir sind jetzt Level 20, dass wir nicht auf 2,5 kommen, ne? Ich glaube, das ist jetzt die Runde. Wenn es jetzt nicht die Runde ist, dann weiß ich auf jeden Fall nicht weiter, Freunde, dass wir nicht auf 2,5 kommen. Bam, 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 bam. Dann hier nochmal ganz kurz die ganzen Sachen mitnehmen. Hier schön. Und, ui, fliegen. Alle mitnehmen, Leute. Sehr gut. Jetzt hier nochmal ganz kurz. Oh, yeah. Alle mitnehmen. Und sollten wir jetzt kommen, bitte. Schafft 2,5. Bitte schafft 2,5. Bitte, bitte, bitte. Nein!
Nein, ey, Freunde, das Spiel ist ein kompletter Scam. Das kann doch nicht angehen, dass wir nicht 2,5 geschafft haben, ey. Ey, Mann. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal noch probieren, ob wir es schaffen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt gerne die beiden Videos aus, Leute. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.